Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Rimworld zur zweiten Folge. Wir sind hier schon ein bisschen dran. Hier die Reispflanzen gehen auch nicht mehr lang. Unsere Küche ist fertig und hier kommen dann unsere Zimmer hin. Hier ist der Bergbau schon fleißig dran. Ne, die Temperatur, die sollte ja nicht zusammengeflogen sein hier. Ne, minus 7 Grad. Da hat natürlich Edward Freude. Du kannst ja hier mal reinkommen. Oh. Dann bist du schon mal richtig versorgt. Dann weißt du, wo auch das Fleisch wäre. Ja, bist du. Dann machen wir ein bisschen Strom. Strom. Wir machen gleich die. Nee, die sind günstiger meins. Bauen wir die schnell. Bis hierhin. Dann brauchst du natürlich Licht. Möbel, eine schöne Wandlampe hier platzieren. Wir brauchen einmal die Produktion, der elektrische Herd und ja, der ist natürlich blöd hier. Da, abbrechen. Voll den Eingang versperrt. Hier kommen sie durch. Machen wir nur einen Hocker, der geht schneller. Zack, bumm, platziert. Wir nehmen hier das Bild Temperatur wieder raus. Und ich nehme an, Edward, du wirst dich selber versorgen, wenn hier Tiere herumliegen. Strom ist soweit gut. Oh. Genügt der Strom nicht einmal? Doch. Machen wir so, dann genügt es auf jeden Fall. Aufgaben, wir fügen die hinzu mit einfach Mahlzeit. Mach einfach mal. 40 im Detail. Was für Fleisch. Du kannst Fleisch nehmen, wenn du Fleisch hast. Ich brauche aber das Fleisch selber nachher. Mach nur mal die tierische Produkte, sind Ei und Milch, das ist okay, genau. Mach aus Reis, dann bin ich zufrieden. Der Strom wäre vorhanden. Und hier unbedingt noch schnell der Boden, ein Holzboden, damit es ja auch sauber bleibt, sonst haben wir lauter Lebensvergiftungen, weil der Loren, der ist ja am Kochen. Stufe 5, ja, das sollte ja mal soweit passen. Haben wir die Stromkabel vorher auch schon gesehen? Habe ich jetzt gar nicht so in Erinnerung. Ist jetzt das gut oder schlecht? Ja. Der Raum ist null. Passt. Er hat einen Hocker, er hat Licht, was will er noch mehr? Und wir haben uns schon mal Nahrung produziert. Passt. Hier oben müsste dann Jordan ein bisschen arbeiten. Der ist natürlich mit Pflanzen beschäftigt. Und wenn wir hier reingehen, machen wir nun die Prioritäten. Sven, Hausmeister. Kann ich mein Feuer löschen? Grauenhaft. Oh, bei Sven machen wir noch schnell einmal, bevor ich es vergesse. Die Selbstbehandlung an. Bettruhe ist auch immer wichtig. So. Dann gehen wir hier hin. Wärter 2, 1. Ja, der muss da einfach. Da gebe ich noch die 2 hin. Feldarbeit ist wichtig. Weil bauen tut einer. Bergbau ist dann die 3. Dann kommt hier die 4. Hier die 4. Dann lassen das mal so sein. Forschen haben wir auch. Alle sind abgedeckt. Und wenn wir schon beim Zeitplan sind, machen wir gleich so, dass wir hier schnell schauen. Bio.
Nachteule. Mag es nachts wach zu sein und tagsüber zu schlafen. Ihre Stimme verbessert sich, wenn sie nachts 23 bis 6 Uhr wach ist, aber verschlechtert sich, wenn sie tagsüber 11 bis 18 Uhr wach ist. Also 11 bis 18 Uhr schlafen. Schlafen, Loren. 11 bis 18 Uhr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Loren schlaft von 11 bis 18 Uhr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du kannst hier alles machen. Wir stellen das gleich ein. Weil dann ist um 10 Uhr. Entspannung. Arbeiten. Hier ist Arbeitszeit. 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 Ja. So bin ich zufrieden. Und dann passt das. Dann sind die auch glücklicher. Lauren, der hat sich ja schon da reklamiert. Seine Leiche. Ja. Tu nicht mal so. Ist auch einem Speisesaal. Ha. Dann mach den weg. Oh, Kopf ist weg. Ha. Leiche musst du nicht mehr anschauen. Der Edward hat gleich alles vernichtet. Wahnsinnig, ne? Gut. Jordan macht hier das einzige Feld noch fertig. Die sind bei 69. Nochmals Reispflanzen. Das passt dann gleich. Reisende vom Breixow verbunden sind unterwegs. Doch queren das Gebiet. Weit unten. Entschuldigung. Ja, die Eule und der Wolf kommen zu uns. Jordan, mach ein bisschen, wir wollen hier mal die Zimmer fertigstellen. Und die sind auch gleich fertig, komm. Alle 85. Wieso brauchen die so lange? Ich habe doch alle auf der gleichen Dings. Okay. Komisch, aber ist so. 65, 85, 88. Und jetzt geht der wieder Pause essen. Und hier bräuchte ich auch mal Licht. Wir machen hier gleich mal Strom. Machen hier die versteckte. Hier mache ich auch schon mal die versteckte hin. Dann gehen wir hier hoch. Sagen doch das mal so. Sagen das Ganze mal. Ja, komm. Machen wir hier gleich einen Kreis. Genügend haben wir vorhanden. Strom geht schnell mit dem Sven. Ja, haben wir da mal Licht. Danke, Sven. Geht der da weg? Oh, schon meditieren. Zeit und das 2 Stunden. Ne? Mhm. Oh. Ja, das schauen wir noch, das wäre dann dieser Platz hier. Aber ich muss die mal umverfrachten, dass die nicht mehr im Wege sind. Edward, wo der hat, der Edward, der bekommt so schnell Hunger. Darum möchte ich ja auch meine Tierfarm haben, dann habe ich das Problem nicht mehr, dass ich immer für Edward da Nahrung suchen müsste. So, Loren ist natürlich am Arbeiten. Das ist jetzt der Vorteil, dass wir hier ja fast immer einer am Arbeiten haben. Tags und nachts. Außer von 9 bis 10 und von 20 bis 21 Uhr. Da haben sie andere Tätigkeiten. Sie sollen ja auch ein bisschen miteinander reden, um hier das ganze Soziale zu fördern, weil sonst sind sie ein bisschen ja enttäuscht oder ja, klar, wenn keiner mit einem reden will oder die Zeit nicht vorhanden ist, wird man depressiv. Und dann macht man Monolith, der Leere. Die Transformation des Monolithen ist fast abgeschlossen.
Schöne Pause, schöne Funken hier. Boah. Gut. Grauer Schleier, als der Monolith sich verformte und veränderte, wurde Jordan von einer schrecklichen Vision heimgesucht. Schlagartig begriff sie es. Der Monolith ist ein Durchgang, der nun einen Spalt weit geöffnet wurde. Auf der anderen Seite regt sich etwas Unvorstellbares, Dunkles, was in unsere Realität eindringt. Jordan ist entsetzt, aber auch aufgeregt und überzeugt, dass sie mehr herausfinden kann, wenn sie sich die Zeit nimmt, den Monolithen zu studieren. So, mehr lesen wir nicht mehr. Genau, was hier spannend ist, die Anomalieforschung anzeigen, befindet sich hier auch unter Forschung und dann die Anomalie. Wir können einmal die Leere produzieren, eine Bioferrit-Extraktion machen oder die Entitätseindämmung fördern. Wir nehmen hier mal die Leere produzieren. Wir haben dann ein Physik-Ritual Platz und eine Leere produzieren. Machen wir hier die Forschung starten. Und hier, Loren ist schon dran. Und wir haben hier eine Quest. Petro, der Fraktion des Braune Reich, konnte tätig aus der Nähe sein. Leibwächter kam zu einem Hinterhalt ums Leben. Er konnte zwar entkommen, aber eine Ratte verfolgt ihn auf Schritt und Tritt. Kyros möchte, dass du ihn ein paar Stunden im Geisterstadt beschützt, bis sein Shuttle kommt und ihn dabei abholt. Annehmen. Ja. Oh. Ah, ich glaube Jordan. So, dann brauchen wir schnell ein Bett. Ein Bett, ein Bett, ein Bett. Ein Bett, ein Bett, ein Bett. Jordan ist oben dran, das heißt, da ist alles wieder soweit fertig. Ratte macht sich auf die Jagd. Und da kommt unser Ghoul. Da ist die Ratte. Angriff! Es ist ja nur eine. Oh, Tempo ist weg. Edward ist unterwegs. Da kommt schon zum Kampf. Zack. Zack. Wow, Kratzer, Biss. Wow. Oh. Plom. Und konsumiere die Ratte. Du hast es verdient, Eduard. So. Die ist weg. Er hat sich angeschlossen, aber der kommt ja wieder weg in diesem Sinne her. Was kann denn der? Medizin, ja. Kannst du irgendetwas Schlaues? Nee, nicht wirklich. So ist gleich die Ratte weg. Oh, bist schon satt. War nur 50%. Party! Jordan schmeißt dir eine Party. Jeder, der hingeht, wird sich durch soziale Interaktion entspannen und eine nachhaltige Verbesserung der Stimmung erfahren. Und Shuttle ist auch schon eingetroffen. Betritt Shuttle, du kannst gehen. Quest abgeschlossen. Und schon eine neue Quest. Die Fraktion des Braunen Reichs ist bereit, Jordan in einer Verleihungszeremonie den Freibäuerin-Titel und die Macht eine Stufe 1 für Psylinks zu verleihen. Der Titelverleiher wird mit einem Shuttle-Ring treffen und die... Aha. Oha. Ja, der ist nicht bereit, unser Thronsaal. Das kann ich euch jetzt schon sagen. So, wir machen hier schon mal ein bisschen weiter. Wir nehmen hier die Struktur Stahl aus Wand. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Plops. Plops. Und bumm. Und dann machen wir... Nee, stopp. Die Türe... Und hier sind wir auch schon bei
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und dann kann ich die Türe auch schon mal platzieren. Und dann schauen wir gleich mal noch, mache ich für den nochmals einen eigenen Strom. Das haben wir 344. Und da haben wir 35, das genügt uns auch. 100 Stahl, ja komm. Hier hin platzieren. Strom. Machen wir mal so. Bekommt ja die Türe. Und dann hoch und dann passt das auch gleich. Dann hätten wir das alles auch und unsere Kolonie wächst. Ne. Wunderbar, dann haben die auch die einzelnen Zimmer und wir machen dann einen schönen Holzboden. Da hat ja jemand schon ein bisschen die Bäume gefällt. Oh, das wären ja auch wunderbare Haustiere. Geben die nur Wolle? Ja. Und ein bisschen Trockenfutter. Gut, läuft jetzt. Oh. Ah, ein Sichthieb wurde entdeckt. Und Edward ist am Kämpfen. Edward! Kämpf! Deine Entdeckung der Entität. Sichthieb hat zu neuer Erkenntnis geführt. Du kannst nun die folgenden Anomalie-Projekte erforschen. Nährungsdeckung. Jetzt bin ich am Überlegen. Habe ich da schon ein Zimmer bereit? Wo bin ich jetzt da? Hier oben. Wir machen jetzt das schnell provisorisch ganz anders. Und zwar habe ich hier eine Halteplattform. Sofort hier rein platzieren. Jordan. Du machst das hier. Und versuchst nachher den Sichthieb einzufangen. Oh, ein Herobald. Das schauen wir auch gleich an. Loren, du komm nochmals. Wie lange lebt er noch? 7 Stunden. Gut. Wir haben unser erstes. Dann haben wir hier unsere Bäume. Wie weit sind die weg? Ja, ist doch einigermaßen okay. Hier die ganzen Leichen hin, bitte. Sind es noch 2? Ja. Passt. Dann haben wir auch einen Leichenplatz. Jetzt muss ich da schnell schauen, bevor ich hier noch... Nichts Frisches. Nee, nee, nee. Nur Vergammeltes. Weil dann nehme ich hier nochmals dich. Du kannst hier reingehen und kannst einmal die Ratte wegessen. Hier haben wir das ganze 62 Eindämmungsstärke. 62. Fluchtintervall, nee, das passt einmal. Da brauche ich aber nachher schon wieder ein Zimmer mehr. Ist ja auch grauenhaft. Ist auch ein großzügiges Zimmer, so für einen Gefangenen. Lassen wir jetzt aber mal so sein. Da kommt der Strom hin. Wird auch schon schön platziert. Wenn es nicht gerade verbockt wird.
Dann haben wir einmal Jordan, der, ich wollte sagen, der ist momentan gerade mit den Pflanzen beschäftigt. Darum geht es hier mit dem Bergbau nicht vorwärts. Ja, ich brauche da unbedingt noch einer, der entweder Bergbau macht oder Pflanzen, damit die da die Arbeit nicht teilen müssen. Aber, ja gut, Bergbau ist dann auch nicht so viel. Nee. Aber Pflanzen ist halt schon wichtig. Gut, wenn ich dann die Tiere habe, dann habe ich ja meinen Tierpfleger. Tierpfleger ist doch Loren. Ja. Richtig erkannt. Wir haben hier oben mal Strom. Dann mach doch auch Licht hinein. Dann haben wir das auch schon mal platziert. Ich hoffe, auf der ist da unten noch nicht dran. Ne, sieht gut aus. Dann können wir nachher die ersten Zimmer mal ausrüsten. Oh, meditieren, Schlafenszeit, ja. Da geht halt ein bisschen Zeit verloren. Dafür nehme ich an, dass dann die Stimmung hier besser ist. Unangenehme Umgebung, langweiliger Schlafsaal. Das wird bald besser. Schlief in der Hitze, da kommt. Da kommt alles noch. Ja, das ist genau der Bullshit, wo ich noch habe. Ich muss das so machen, damit ich hier hinten die Luft wegnehmen kann. Dann gehen wir hier hin, machen die Struktur. Machen Möbel. Better kann ich dann ersetzen. Weil da kommt jeweils ein Nachttisch hin. Und hier ein Nachttisch. Dann ein Einzelbett. Das holen wir von dort. Machen dann eine Kommode. Eine Kommode, Bett bekommen sie, sollen die noch mehr? Und dann muss ich einmal schauen, dass ich hier mal irgendwo mal meine Brocken hinsetze. Die kann ich hier oben mal machen. Die Zone, Abfallzone, blum. Und dann Lagerzonen, alles verbieten. Und wir gehen hier rein, setzen die Brocken rein. Dann können wir nachher gleich auf die hier verschieben. Befehle wegtragen, erlauben. Damit es hier auch wunderbar aussieht. Wo sind denn die Pflanzen hier? Jordan. Nicht da unten. Jetzt kommen die einzelnen Pflanzen noch. Dann sollte er aber nachher wieder aktiv sein. Weil eigentlich wollte ich noch die Baumwolle schon mal anpflanzen, damit mal nachher die Kleiderproduktion auch starten könnte. Und unbedingt noch die Tierfarm hätte ich noch vor. Ist das nicht im Heimatgebiet? Nö. Und es regnet. Dann sollte es auch gleich löschen. Gut. Weil Arbeit läuft. Wir gehen einmal zur Forschung Anomalie. Die ist schon bei 2,5. Da können wir auch zufrieden sein. Und hier könnte ich dann auch mal noch das Licht erweitern. Gut. Rolle unbesetzt, das wissen wir ab des Stalismus. Spannend. Der Loren, der nimmt schon mal die Steine weg. Braucht doch keine... Was soll ich mit diesem Haustier?
Was soll ich mit diesem Haustier? Ich weiß es nicht. Nichts. Es gibt auch zu wenig Fleisch in diesem Sinne her. Oh, schaut mal. Edward war schon wieder fleißig am Essen. Er ist satt. Hier, dieses Meerschweinchen hat noch... Ah, erst 16 fehlende Körperteile. Das geht noch. Jordan geht von hinten an. Das ist gut, weil... Dann können wir gleich hier noch einmal die Struktur setzen. Die Stahlwand. Jordan! Danke! Ja, jetzt fängt er von hier noch an. Unglaublich. Weil... Ich gehe ja hier hin, sage dann Temperaturen. Wir machen hier eh nochmal eine Kühlung rein, weil es viel zu warm ist. Wir machen das so. Ah. Was habe ich jetzt gebaut? Über Wandlüftung, doch passt. Ich dachte schon, ich habe die Kühlung eingebaut. Und dann lass uns hier mal das hier bauen, hier und einmal hier. Dann passt das, dann können wir hier die 20 Grad halten. Ja. Oh. Es ist gerade unglücklich, dass hier, jetzt muss ich mal schnell schauen. Weil der hat jetzt natürlich eine Eindämmung 0. Wir haben hier bauen. Sven, komm hier hin. Priorisiere Kühlung. Wo seid ihr? Du bist alleine. Eduard, du hast Hunger? Dann geh und ess. Jetzt hoffe ich nicht, dass der Dings noch, der Sichthieb sich auch noch ausbrecht. Er macht zu. Benötigt 30, okay, das geht noch. 66, passt. Eduard, wo bist du? Hier. Wie geht's, Jenny? Der ging es auch schon besser, ne? Die hat schon ein bisschen Kratzer eingesammelt. Linker Arm, rechter Arm, rechte Schulter, beim Becken und die linke Hand und... Oh. Jenny, die ist... Was hat der Jenny mitgenommen? Drogen, Rauchblatt, Joint. Hei. Da. So, Edward, Mahlzeit. Und der ist weg. Und den kann ich rauchen, den habe ich schon geschaut. Als wenn die Überreste an antiken Exoschretter-Machanioiden ernährt, bemerkte er im Inneren einen intakten Transponder. Okay. Ach so. Ja, wo ist denn der? Ah, weg. Oh, gut, das war die Party. Shuttle ist eingetroffen. Ja, weg. Gut, wieder volle Pulle. Edward ist satt. Und der besteht noch circa aus 75%, die Jenny. Du kannst weg vom Kampfmodus. Mhm. Gehen wir hier hoch. Da fehlt jetzt aber auch nicht mehr viel. Ist John schon wieder mit den Pflanzen beschäftigt? Ja, na klar. Ah. Aber so viel Nahrung habe ich jetzt auch nicht, ne? 10 Stück. So, knapp. Ah, 93, sorry. Falsch auch geschaut. 93 ist gut, weil ich habe ja auf 200 eingestellt. Kann das sein?
Mach 100, das genügt mir. Dann kannst du nachher Pause machen. Dann ist der mit Kochen wieder entlastet. Und anstatt Kochen kann er dann jagen, schmieden, schneidern, ja, studieren und forschen. Ist ja mal gut, ne? Das ist ja mal gut. Das Lager müsste dann auch mal anders sein. Ich könnte hier dann so ein großes Lager machen. Wäre auf jeden Fall sinnvoll. Dann mache ich hier so den Mitteldings. Hier muss ich dann schauen, kann ich da die wahrscheinlich mit einer Pumpe da entwässern etc. Dass es hier ein bisschen ein härterer Boden gibt etc. Dann können wir hier schön rundherum bauen. Ja. Dann machen wir das hier wirklich so zum Zentrum. Oh, nochmal einer. Ah, das ist der dritte. Lagerzone erstellen. So, Lager. Geh hoch. Gut, passt. Sind alle gleich. Dann warten wir noch auf Jordan, 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 gib Gas. Oh, jetzt kommt schon das Gras. Ah ne, erst 70%. Weil ich möchte oben noch ein bisschen schnell durchmachen, dass wir das noch abschließen können gemeinsam. Komm, komm, komm. Jordan, Jordan, Jordan. Da unten ist ja... Oh, da sind auch noch vier. Ist gefährlich, ne? Und jetzt geht Jordan... Nee. Wenn Lauren schläft, ist gut. Du nimmst... Waren jetzt sie trotzdem... Ich dachte, die waren... Ich dachte, die waren bei 70%. Also es war hier. Nee, das ist 50. Okay, vielleicht habe ich mich auch verschaut. Meditieren und nach dem Meditieren ist Schlafenszeit. Und nach dem Schlafenszeit kommt ja nochmals die Pflanzen. Ich denke, dann ist hier auch bald weg. Dann können wir hier gleich noch ein weiterer Schlafraum erstellen. Dann hätten wir unsere drei. Unsere drei sind dann glücklich, sind dann vom Schlafen nicht mehr gestört, sind auch vom Bedürfnis abscheulicher Schlafsaal, bringen wir weg. Seine Leiche, Janu, schlief in der Hitze. Oh, das sollte dann auch kein Problem mehr sein, weil wir haben hier 20 Grad. Ungestörter Schlaf auch weg, also 7 weg, 7 weg. Minus 14 Punkte können wir nach oben arbeiten. Dann schauen wir, dass wir hier diese Punkte machen. Seine Leiche, die ist auch bald weg, der Punkt. Dann können wir nachher hier umplatzieren, wenn wir hier den dritten Raum gemacht haben. Und dann können wir auch noch bald eine Heizung hinzufügen, falls die Temperatur mal unter 20 Grad geht, dass dann unsere Einwohner auch schön warm haben. So, Jordan hat da die restlichen Pflanzen gemacht. Er geht hier unten hin, nimmt noch die vier Steine weg, wenn da nicht eine... ich dachte, die Ader wird etwa nur hier sein. Aber dann wird sie plus minus hier sein und dann ist hier auch fertig. Die zwei noch. Komm, Jordan! Und läuft davon. Wieso läuft er davon? Es ist, ja, Freizeit. Jetzt ist Jordan wieder oben dran. Gut, also, die zwei Wände ziehe ich noch. Und dann würden wir uns in der nächsten Folge sehen bei Nummer 3. Ich freue mich, wir werden hier die Zimmer fertig machen, die Schlafzimmer. Und werden hier dann das schön gemütlich machen, dass wir hier die Bedürfnisse unseren Einwohnern nachkommen, dass sie ein bisschen glücklicher sind. Glückliche Stimmung ist immer gut, dann sind auch wir glücklich, weil dann gibt es weniger Probleme. Eduard, wenn wir noch schauen, der ist auch satt, also es passt. Bis zur nächsten Folge, ich freue mich, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, würde ich mich sehr freuen, darum sage ich auch schon mal Danke, diejenigen, die es jetzt gleich machen und ich freue mich auf das nächste Mal mit euch, wenn es heißt RimWorld mit Metti bei der Anomalie. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.